Herzlich willkommen. Ich bin Manuela Jyrjakaiki von Huber Hellas und bei diesem Webinar wird mich auch meine Kollegin Annette Voswinkel unterstützen. Hallo Manuela. Grüß dich, Annette. Ja, ich möchte auch natürlich Sie ganz herzlich begrüßen. Wir werden uns in diesem Webinar mit dem Lehrwerk mit uns befassen und zwar konkret mit dem B2-Band. Uns wird beschäftigen, wie dieser Band den Stoff der Niveaustufe B2 vermittelt und gleichzeitig auch ganz wunderbar schon auf die Anforderungen der Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 vorbereitet. Das ist der Umschlag des B2-Bandes, aus dem die Beispiele in diesem Webinar genommen sind. Das Lehrwerk mit uns ist dreibändig. Es gibt also vor diesem Band noch einen B1-Plus-Band. Das ist ein sogenannter Brückenkurs für Schüler, die noch Lücken aus der B1-Stufe mitbringen und wiederholen müssen. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten Band, der zur Niveaustufe C1 führt. Auf dem Umschlag sehen Sie von links nach rechts vier Jugendliche. Das sind Mira, Elisa, Luca und Jakob. Die Jugendlichen zeigen schon auch sehr deutlich die Zielgruppe dieses Lehrwerks, nämlich unsere Schüler, die meistens mit 12, 13 Jahren schon das Zertifikat B1 ablegen und dann gern weiter Deutsch lernen möchten, um die B2-Stufe oder sogar die C1-Stufe zu erreichen. Die vier Protagonisten hier auf dem Umschlag führen durch alle Lektionen. Wir erleben sie in ihrem Alltag. Und natürlich bieten sie unseren Schülern auch die Möglichkeit, sich zu identifizieren. Jeder der vier Protagonisten steht in einem Modulpate. Hier haben wir zum Beispiel unsere Protagonistin Elisa, die durch das Modul 2 führt. Wir lernen auf der Modul-Einstiegsseite die Protagonisten immer in einem großen Foto kennen, haben auch einen Text zu der Person. In diesem Fall ist es ein Interview und auch schon erste Verstehensaufgaben dazu. Ebenfalls bietet uns die Einstiegsseite die Informationen zu den Lektionen, die es in diesem Modul gibt. Das sind hier diese drei Lektionen. Wir werden uns in diesem Webinar Beispiele aus der Lektion 5 anschauen, die das Thema hat Mode und Ernährung. Eine ebenfalls noch wichtige Information, besonders für die Lehrerinnen und Lehrer, ist unten auf der Seite dieser Kasten mit den Lernzielen. Ich werde Ihnen jetzt nur diese Lernziele vorlesen, die für die Lektion 5 eine Bedeutung haben. Und zwar sind das eine Diskussion führen, eine Meinung äußern und begründen, Beispiele nennen, Ratschläge geben, jemanden von etwas abraten, ein Bild beschreiben, etwas vergleichen, einen Kommentar schreiben. Wie Sie sehen, das sind alles sehr, sehr wichtige Lernziele, wichtige Sprachhandlungen für die B2-Stufe, die auch in der Prüfung eine große Rolle spielen. Immer zu Beginn jeder Lektion bietet uns das Arbeitsbuch auf rosa Hintergrund Übungen, in denen der Wortschatz wiederholt werden kann. Wir haben ja in Lektion 5 das Thema Mode und Ernährung und genau zu diesem Thema haben die Schüler ja bis zur Stufe B1 schon sehr viel Wortschatz gelernt und der kann hier wiederholt und aktiviert werden, bevor wir dann den neuen B2-Wortschatz dazulernen. So, jetzt springen wir aber in das Kursbuch rein und zwar in die Lektion 5. Und zwar beschäftigen wir uns zunächst mal mit dem Themenbereich Mode. Es geht hier um Produktionsbedingungen weltweit und darum, wie Modeartikel hergestellt werden. Sie sehen vier Fotos und die Aufgabe der Schüler lautet, schau die Bilder an und lies die Bildunterschriften. Lies dann die Fragen 1 bis 4 und antworte. Die Fragen stehen hier unten. Ich lese mal kurz vor. Was sieht man auf dem Bild? Wo könnte das sein? Was schätzt du? Wie lange dauert die Herstellung? Und wie viel kostet wohl das Produkt? Zur Bildbeschreibung und zu Vermutungen, die die Fotos betreffen, bekommen unsere Schüler hier unten dann auch wunderbare Redemittel. Mit diesen könnten die Schüler jetzt kleine mündliche Textchen produzieren, wie zum Beispiel hier zu dem Foto B. Auf dem Bild ist eine große Textilfabrik abgebildet. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Bild in Bangladesch gemacht wurde. Die Kleidungsstücke, die dort produziert werden,
werden wahrscheinlich nicht sehr viel kosten, denn wir wissen ja alle, dass die Arbeitskosten, die Gehälter in asiatischen Ländern sehr niedrig sind. Die Produktion von einem T-Shirt oder einem Hemd, was dort produziert wird, dauert wahrscheinlich nicht sehr lange. Ich schätze, dass so eine Näherin dafür 10 Minuten oder 15 Minuten braucht. Die Bildbeschreibung und das Formulieren von Vermutungen zu den Fotos ist natürlich auch eine der Anforderungen im ÖSD-Zertifikat B2. Dazu kurz eine Seite aus dem Modelltest für Jugendliche des ÖSD. Wir haben hier das Sprechen, Aufgabe 2. Sie wissen sicher alle, die Schüler erhalten 3 Fotos zur Auswahl, sollen sich eins dieser Fotos hier aussuchen und dann darüber sprechen. Und zwar gibt es immer folgende Standardaufgaben. Wähle eins der Fotos aus, begründe, warum du dich für dieses Bild entschieden hast, beschreibe das Bild und gehe dann auf das Thema des Bildes ein. Was ist das Thema? Was sagt das Bild aus? Äußere deine Meinung und stelle Vermutungen an. Zu den beiden Schritten beschreibe das Bild hier und stelle Vermutungen an, haben wir eben im Kursbuch Übungen gehabt, wir haben Redemittel gelernt, haben die schon verwendet. Die anderen Schritte, die bei der Prüfungsaufgabe notwendig sind, die werden dann später im Kursbuch in anderen Lektionen eingeführt, denn wir nehmen die oft komplexen Aufgaben der Prüfung hier immer in kleinen Schritten in Angriff und führen dann am Ende alles zusammen, sodass dann auch die gesamten Prüfungsaufgaben von den Schülern bewältigt werden können. So, nun aber zurück ins Kursbuch. Wir haben im nächsten Schritt, also nach der Besprechung der Fotos, einen Hörtext. Und zwar ist das eine Radiosendung, ein Interview. In der ersten Aufgabe zu diesem Text, die hier nicht abgebildet ist, sollen die Schüler den Text anhören und entscheiden, von welchen Themen die Rede ist. Die Schüler stellen hier fest, dass von Handarbeit gesprochen wird. Und zwar geht es um den Trend, dass Modeartikel selbst gemacht werden von vielen Menschen. In der zweiten Aufgabe, die wir jetzt hier abgebildet haben, lautet die Arbeitsanweisungen. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Korrigiere die falschen Aussagen. Ich werde den Text mal anspielen. Wir hören nicht den ganzen Text, sondern nur den Textabschnitt zu den ersten 3 Aufgaben. Lektion 5, B2 und B3. Frau Knitter, Handarbeit galt ja lange Zeit eher als etwas Altmodisches, von gestern. Sie haben einen Handarbeitsladen. Wie sehen Sie das denn? Ist Handarbeit denn wieder modern? Ja, absolut. Handarbeit liegt als Hobby wieder voll im Trend. Und das gerade auch bei jüngeren Leuten. Junge Leute begeistern sich also wieder für die Handarbeit? Handarbeit ist in Mode? Genau. Auch Jugendliche stricken wieder. Oder sie häkeln oder nähen. Es ist nämlich total in, ein selbstgemachtes Accessoire zu tragen. Zum Beispiel einen selbstgestrickten Schal oder eine selbstgenähte Tasche. Oder eben die Häkelmützen. Die waren schon mehrere Winter lang der letzte Schrei. Schal, hübsche Tasche, Häkelmütze. Klingt nach typischem Mädchenoutfit. Das ist es aber nicht. Der Trend beschränkt sich durchaus nicht auf Mädchen und Frauen. Das ist ein Hobby für alle. Auch Jungs tragen inzwischen selbst gehäkelte Mützen. Auch Männer machen Handarbeit. Annette, kannst du mich hier vielleicht unterstützen? Hast du aufgepasst und die Lösung gehört? Ja, hoffe ich. Also bei 2 bin ich mir sicher, das war richtig. Bei 3 jetzt, das ist aber nicht richtig, denn dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf Mädchen und Frauen, sondern da wurde gesagt und auch mehrmals, dass auch Männer und auch Jungs daran interessiert sind. Ich danke dir, Annette. In dieser Aufgabe wird natürlich mehr getan, als in der Prüfung vorkommt. Also die Schüler sollen nicht nur entscheiden, ob die Aussagen richtig oder falsch sind, sondern sie sollen auch die falschen Aussagen korrigieren, also produktiv werden und selbst sprechen. Mit dem produktiven Sprechen befasst sich auch die nächste Aufgabe, Aufgabe B4. Hier wird nämlich neuer Wortschatz eingeführt zu dem Thema, was ist modern
beziehungsweise unmodern oder was ist in, was ist out. Wir haben hier im ersten Schüttelkasten Ausdrücke wie von gestern sein, voll im Trend liegen, angesagt sein, aus der Mode gekommen sein und so weiter. Und unsere Schüler werden hier aufgefordert, Sätze zu bilden mit diesem neuen Wortschatz und sich zu verschiedenen Aktivitäten bzw. Modeerscheinungen zu äußern. Im Text zu den Handarbeiten zum Selbermachen von Mode wurde natürlich inhaltlicher Input gegeben zu dem Thema. Wir haben hier einen neuen Wortschatz gelernt und nun kommt eine produktive Folgeaufgabe, in der die Schüler sprechen sollen. Und zwar über den Selbermachtrend sollen die Schüler nun berichten, wie die Situation in ihrem eigenen Land aussieht. Hier steht noch in der Arbeitsanweisung, vergleiche mit den Informationen aus dem Hörtext in B3 und nenne Beispiele. Die Schüler erhalten hier in Rot, wie Sie sehen, sehr, sehr schöne Redemittel. Zum Beispiel, bei uns gibt es ein vergleichbares Phänomen oder in meinem Land ist die Situation ganz anders. Mit diesen Redemitteln können die Schüler sich jetzt also auf B2-Niveau zu der Frage äußern. Ja, Manuela, entschuldige, dass ich dich jetzt mal kurz unterbreche. Ich finde das ja so praktisch, dass die Redemittel dann immer in Rot gedruckt sind. Ja, da kann man hinterher durch die Lektion blättern und man sieht genau, wo die waren und hat sie gleich parat. Ja, genau, das stimmt. Das finde ich auch ganz toll. Aber zusätzlich dazu gibt es auch noch im Anhang des Kursbuchs hinten eine Übersicht über alle geübten Redemittel des Bandes. Und das ist natürlich ein super Werkzeug für die Schüler, wenn sie kurz vor der Prüfung dann nochmal die Redemittel wiederholen wollen. Und da wir gerade von Redemitteln sprechen, möchte ich kurz an dieser Stelle auf den grauen Zettel hier hinweisen. Den haben Sie vielleicht schon auf vorigen Folien gesehen. Den gibt es im Kursbuch immer wieder. In diesem grauen Zettel hier steht Arbeitsbuch Übung 11. Wir haben also im Kursbuch neben jedem Lernschritt immer auch den Hinweis, welche Arbeitsbuchübung oder Übungen jetzt hier passend eingesetzt werden können. Und ich möchte jetzt gleich mal ins Arbeitsbuch hüpfen, damit wir uns diese Übung 11 anschauen können. Sie sehen hier im Arbeitsbuch, wir haben drei Forumstexte von drei Jugendlichen, die sich zum Thema traditionelle Kleidung äußern. Sina aus Deutschland, Johann aus Österreich und dann hier wahrscheinlich Zoe aus Frankreich. Die drei sprechen eben darüber oder äußern sich dazu, ob in ihrer Heimat traditionelle Kleidung, wie zum Beispiel Lederhosen oder Dirndl, überhaupt noch getragen werden. Sie sehen, in den Forumstexten gibt es Lücken. Dort fehlen nämlich die Redemittel, die oben im Schüttelkasten angegeben sind. Und hier handelt es sich genau um die Redemittel, die wir eben im Kursbuch auf Rot gesehen haben. Und das ist ein ganz wichtiges Element im Lehrwerk mit uns, was ich auch ganz, ganz toll finde im Unterricht. Redemittel werden immer in drei Schritten eingeführt. Und zwar haben wir Schritt 1, Aufgaben im Kursbuch, bei denen die Redemittel in Rot aufgelistet sind. Hier können die Schüler die Redemittel in den Mund nehmen und gleich benutzen, um die Kursbuchaufgabe zu bearbeiten. Dann kommt Schritt 2, nämlich Wortschatzübungen im Arbeitsbuch. Hier kann der Wortschatz, also die Redemittel, geübt und gefestigt werden. Und als Schritt 3 folgt dann immer eine freie Anwendungsübung, mündlich oder schriftlich, in der die Redemittel nochmal frei verwendet werden. In unserem Fall hier ist das eine schriftliche Übung, und zwar die Aufgabe 11b. Welche Rolle spielt in deinem Land traditionelle Kleidung? Schreib selbst einen Forumsbeitrag, circa 40 bis 60 Wörter lang. Die Redemittel in A helfen dir. Die Sprechhandlung, sich über seine Heimat äußern, über die Situation oder die Einstellung zu einem Thema in seinem Heimatland, ist auch Anforderung in der Prüfung ÖSD-Zertifikat B2. Ich möchte dazu ganz kurz wieder aus dem Modelltest für Jugendliche hier das Schreiben Aufgabe 2 zeigen. Die Schüler erhalten in der Prüfung eine Frage, wie hier zum Beispiel, darf man Lehrer duzen? Dann gibt es drei Äußerungen dazu und die Schüler sollen nun sich selbst zu dieser Frage äußern, ihre Meinung sagen. Die vier Leitpunkte ganz unten, das sind standardisierte Fragen, die gibt es immer in der Prüfung. Und die allerletzte von diesen Standardfragen ist nun folgende. Wie ist die Einstellung zu diesem Thema in deinem Land?
Also die Frage nach der Einstellung zum Thema oder nach der Situation im Land kommt immer in der Prüfung vor. Und Sie haben jetzt hier eben gesehen, wie wunderbar vorbereitet wurde auf diese Sprachhandlung und wie die Schüler hier Redemittel trainiert haben, um sprachlich angemessen darauf reagieren zu können. Ich zeige Ihnen dann in der Folge, wie auf die anderen drei Leitpunkte im Kursbuch eingegangen wird, sodass man sozusagen die Anforderungen kleinschrittig sich erarbeitet und dann wie ein Puzzle am Ende alles zusammensetzt, um so einen Prüfungstext schreiben zu können. Aber um einen Kommentar zu schreiben, brauche ich ja nicht nur Redemittel, ich brauche auch inhaltlichen Input. Ich muss ja auch Ideen haben, was ich zu einem Thema fragen oder sagen, schreiben kann. Das möchte ich Ihnen jetzt auch an einem Beispiel zeigen, wie das in unserem Lehrwerk passiert. Und zwar gehen wir jetzt in der Lektion 5 mal weiter, weg vom Thema Mode und hin zum Thema Ernährung. Wir haben jetzt hier einen sehr, sehr langen Text, wie Sie sehen. Es handelt sich um eine Bücherrezension. Und zwar werden hier drei Ratgeber besprechen, die sich der Frage widmen, wie sollen wir uns ernähren? Damit die Schüler die Gelegenheit haben, sich diesem langen Text langsam anzunähern und langsam sich da reinzuarbeiten, gibt es einführende Aufgaben. Ich werde mal die Seite etwas vergrößern, damit wir uns die Aufgaben zu Beginn des Textes genauer anschauen können. In der Aufgabe A haben wir folgende Aufgabe. Lies den Titel und die Einleitung. Schau die Bilder an, worum geht es? Hier wird eine Erwartungshaltung geschaffen. Die Schüler sollen Vermutungen anstellen zu den Fotos und dabei natürlich Wortschatz aktivieren, den sie schon können. Zum Beispiel könnte man ja Wortschatz wiederholen, wie hier zum Beispiel Superfood oder vitaminreiche Nahrung oder fleischlos sich ernähren. Und bei diesem Foto hier bieten sich natürlich Redemittel an, wie Lebensmittel in den Müll werfen. In der Aufgabe B haben wir nun folgende Arbeitsanweisung. Lies die Buchtitel A bis C, lies dann die Buchrezensionen von Peter Bischoff. Welcher Buchtitel passt zu welcher Buchrezension? Das Zuordnen von Titeln ist ja auch eine Aufgabe im ÖSD-Zertifikat B2. Dazu nur ganz kurz hier als Erinnerung. Sie wissen, beim Lesen Aufgabe 2 erhalten unsere Schüler 5 Texte und 10 Überschriften. Und Sie müssen natürlich entscheiden, welche der Überschriften zu den Texten passen. Zurück aber ins Kursbuch. Sie haben gesehen, wie unsere Schüler an den Text herangeführt wurden, mit einer ersten Aufgabe zum Globalverstehen Titel zuordnen sollten. In der Folge wird dann detailliert mit dem Text gearbeitet. Wir erarbeiten uns die Inhalte, den neuen Wortschatz, auch Grammatik. Und zu Ende der Einheit sollen unsere Schüler dann selbst produktiv werden und, wie hier steht in Aufgabe C7, selbst einen Kommentar schreiben. In Schritt 1 lautet hier die Aufgabe, schau dir Elisas Beitrag an. Das ist unsere Protagonistin Elisa, die auch die Buchrezensionen gelesen hat und sich nun dazu äußert. Und ihr Beitrag, der endet mit der Frage, Fleisch essen? Ja oder nein? Wie steht denn ihr zu diesem Thema? Nun, die Schüler sollen im ersten Schritt diese Frage für sich persönlich beantworten. In Schritt 2 bekommen sie dann von dem Lehrwerk hier inhaltlichen Input, nämlich Argumente zu der Frage Fleisch essen, ja oder nein. Da gibt es wunderbare Argumente wie zum Beispiel Fleisch enthält wichtige Nährstoffe, Fleisch macht satt, Fleischproduktion schadet der Umwelt und so weiter. Diese Argumente sollen nun in Pro und Contra unterteilt werden und in die Tabelle eingetragen werden. Und wenn wir uns die Inhalte erarbeitet haben, dann brauchen wir natürlich auch noch die Redemittel, mit denen wir dann die Argumente passend einführen können. Und auch die werden in Schritt 3 geboten. Da haben wir nämlich folgende Aufgabe. Schreib selbst einen Kommentar zum Thema Fleischessen, ja oder nein. Entscheide dich für eine Position, Pro oder Contra. Begründe deine Meinung und nenne Beispiele. Diese beiden neuen Sprachhandlungen hier, begründe deine Meinung und nenne Beispiele, sind ganz wichtige Sprachhandlungen auf der B2-Stufe und wir haben jetzt hier auch eine Darstellung der wichtigsten Redemittel, die man da verwenden kann. Wie Sie sehen, wir haben hier 4 Kategorien.
nämlich eine Meinung äußern und begründen, Beispiele nennen, über eigene Erfahrungen berichten und ein Fazit ziehen. Ja, Manuela, mal kurz hier, damit ich sehe, ob ich das nicht vergessen habe, richtig. Im Kommentar schreiben unsere Schüler dann auch für bei der Prüfung für das Zertifikat ÖSD B2, richtig? Ganz genau, und wir schauen uns jetzt auch gleich das Beispiel an. Ah ja, schön. Wir hatten ja schon dieses Beispiel gesehen hier aus dem Modelltest. Wir haben das Schreiben Aufgabe 2, die Frage an die Schüler 3, Äußerungen dazu und dann natürlich unten die Leitpunkte. Wir hatten uns vorhin schon den letzten Leitpunkt angeguckt, nämlich wie ist die Einstellung zu diesem Thema in deinem Land? Jetzt gehe ich mal auf die anderen Leitpunkte ein, die wir hier noch haben. Nämlich, wie denkst du über diese Äußerungen? Begründe deine persönliche Meinung. Beschreibe eigene Erfahrungen oder Erfahrungen von Freunden zum Thema. Und ich sagte ja vorhin schon, die Anforderungen der Prüfungen werden in kleinen Schritten eingeführt im Lehrwerk und dann am Ende zusammengeführt. Und das haben wir hier an einem sehr, sehr schönen Beispiel gesehen. Wenn wir aber gerade beim Thema Schreiben sind, dann möchte ich Ihnen noch ein Schmankerl zeigen. Und zwar gibt es im Arbeitsbuch in jeder Lektion eine feste Rubrik, die nennt sich Schreiben üben. Und zwar geht es jetzt hier konkret in der Lektion 5 um das Thema einen Kommentar schreiben. Wir haben hier zunächst mal zwei Beispielkommentare. Und zwar äußern sich hier zwei Schreiber zu der Frage, soll man Getränke, die viel Zucker enthalten, verteuern, damit der Konsum solcher Getränke gesenkt werden kann? Der eine Schreiber äußert sich positiv zu dieser Frage, der andere äußert sich negativ. Die erste Aufgabe der Schüler ist jetzt, lies die Forumsbeiträge hier und unterstreiche die wichtigsten Informationen. Also zunächst mal setzen sich die Schüler mit dem Inhalt auseinander. Im nächsten Schritt, ich habe jetzt hier nur noch den zweiten Forumsbeitrag abgebildet, lautet die Arbeitsanweisung, lies die markierten Redemittel 1 bis 13 noch einmal. Welche Funktion haben sie? Trag sie in die Tabelle ein. Wenn Sie sich den Forumstext hier ein bisschen genauer anschauen, dann sehen Sie sicher dunkel markierte Stellen. Das sind die Redemittel, die unsere Schreiber der Forumstexte hier verwendet haben. Und diese Redemittel sollen unsere Schüler nun nach Sprachhandlung sortieren und in die Tabelle eintragen. Wie Sie sehen, gibt es in der Tabelle 4 verschiedene Kategorien, nämlich eine Meinung äußern und begründen, dabei verschiedene Aspekte nennen, Beispiele, Studien nennen, über eigene Erfahrungen berichten und ein Fazit ziehen. Und natürlich ist Schritt 3 dann, sollte man eine Steuer für gesüßte Getränke einführen, schreib selbst einen Kommentar zum Thema. Das heißt, wir haben unseren Schülern hier zwei Beispiele gegeben, zwei Forumstexte, an denen sie sich orientieren können. Wir haben uns die Inhalte nochmal angeschaut, also Argumente gesammelt, haben die Redemittel gesammelt und nun sollen die Schüler selbst produktiv werden und hier den Kommentar selber schreiben. Sie sehen also ein super Prüfungstraining, besser kann man es gar nicht haben. Jetzt möchte ich zusammenfassend nochmal ganz kurz einige Dinge zu unserem Lehrwerk sagen. Mit uns ein Lehrwerk für jugendliche Lerner, ist dreibändig. Wir haben den B1-Plus-Band, also einen Brückenkurs für Schüler, die Mängel aus der B1-Stufe mitbringen und hier nochmal wiederholen müssen. Schüler mit guten Ergebnissen im Zertifikat B1 und soliden Kenntnissen, die können den B1-Plus-Band überspringen und direkt zum B2-Band gehen. Sie lernen hier den gesamten Stoff der Stufe und bereiten sich auch schon wunderbar auf die Anforderungen der Prüfungen dieser Stufe vor. Und dann gibt es natürlich auch entsprechend einen C1-Band für Schüler, die diese Stufe oder Prüfungen auf der C1-Stufe anstreben. Zu jedem Band haben wir dann die hier abgebildeten Komponenten, nämlich Kursbuch, Arbeitsbuch und Glossar. Und kostenlos gibt es für Sie und auch Ihre Schüler die Audiodateien, die man sich von unserer Homepage herunterladen kann. Nur für Sie und nicht für Ihre Schüler sind dann die Lehrermaterialien, die es auch als kostenlosen Download gibt.
Wenn Sie nun weitere Fragen haben zu unserem Lehrwerk mit uns, dann können Sie uns natürlich jederzeit im Verlag erreichen, wie Sie wissen. Aber viele Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage, nämlich www.karabatos.gr. Haben Sie Interesse an unserem Lehrwerk mit uns und möchten bestellen, dann können Sie das per E-Mail tun, und zwar unter huber@karabatos.gr. Oder Sie können uns auch anrufen, und da haben wir zwei Telefonnummern, 210 600 7803 und 210 600 7804. Ich hoffe, das Webinar war für Sie interessant. Ich danke meiner Kollegin Annette für ihre Unterstützung, Ihnen für ihr Interesse, und ich verabschiede mich.